Karl-Heinz Möhle. Will you repeat this oath? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You can sit down if you wish. And if you served in the German Navy since 1930? Jawohl. Will you tell the tribunal what decorations you hold? Ich erhielt das U-Bootskriegsabzeichen, das Eiserne Kreuz 2. Klasse, das Eiserne Kreuz 1. Klasse, das Ritterkreuz, das Kriegsverdienstkreuz 2. und 1. Klasse, das Deutsche Kreuz in Silber. And did you swear an affidavit covering a statement you'd made on the 21st of July of 1945? Jawohl, ich habe eine solche Erklärung. Would you look at that document and say if that is your affidavit? Jawohl, das ist meine eidesstattliche Erklärung. Lord, I put that document in, that is 382 PS, and it becomes GB202. In the autumn of 1942, were you head of the 5th U-Boat Flotilla? Jawohl. Were you stationed at Kiel? Jawohl. How long did you hold that appointment altogether? 4 Jahre. Was that from June 1941 until the capitulation? Jawohl. Had you any responsibility in explaining the orders? Die Befehle der U-Bootsführung waren immer sehr klar und eindeutig. Bei Unklarheiten pflegte ich diese Unklarheiten beim BDU-Stab selber. And Mr. Roberts has already given the tribunal an account of a commando operation of December 1942, which had as its objective an attack on shipping in Bordeaux Harbor. The tribunal will recollect that the Wehrmacht account that he quoted
UK-57, exhibit GB-164, stated that 6 of the 10 participants in that commando raid were arrested and that all were shot on the 23rd of March, 1943. In connection with that episode, the prosecution has a further document throwing more light on this Bordeaux incident and showing how much more expeditiously the Navy under Raeder had implemented Hitler's order on this particular occasion. And I draw the court's attention to the document C-176 at page 61 of the document book. It will be exhibit GB-228. That document consists of extracts from the war diary of Admiral Bachmann, who was the German flag officer in charge, Western France. The entry, the first entry at page 61 is dated the 10th of December, 1942, and reads, about 10:15, haben Sie diesen Befehl an die Kommandanten weitergegeben? Soweit ich mich entsinne, ist dieser Befehl schriftlich erfolgt und in irgendeiner Befehlssammlung niedergelegt worden. Ich habe den Kommandanten nur so lange Befehle bekannt gegeben, solange sie in keiner Befehlssammlung enthalten waren. Haben Sie bei der Weitergabe dieses Befehls einen Zusatz gemacht, ob man ihn ausführen könne oder nicht? Jawohl, ich entsinne mich, dass ich gesagt habe, als dieser Befehl als Funkspruch gekommen war und noch nicht bei den Kommandanten weiter bekannt war, dass sie damit sehr vorsichtig sein sollten mit dem Anhalten, da immer die Gefahr bestände, dass auch ein neutrales Schiff durch FT den Standort des U-Bootes verriete. Und es wäre aufgrund der Luftüberlegenheit des Gegners und der Luftherrschaft des Gegners im Nordatlantik immer sicherer oder besser, wenn man nicht zu solchem Anhalten gezwungen sei. War Ihnen dieser Zusatz vom BDU befohlen worden? Soweit ich mich entsinne, hat mir ein Referent beim BDU, ich nehme an, dass es Kapitän Hessler war, gesagt, dass jede oder besonders betont, dass jede Anhaltung eines Dampfers, auch eines neutralen, eine erhebliche Gefährdung des Bootes darstelle. You mean it was a danger to your boat to do it? Nicht nur das, ein großer Teil der durch mich durchgeführten Versenkungen haben entweder im Geleitzug stattgefunden, beziehungsweise bei schwerer See, sodass die Seegangsverhältnisse Rettungsmaßnahmen unmöglich gemacht hätten. Colonel Fillmore, do you want to re-examine? I have about 3 questions. Oh,
the orders with regard to rescue? Es war uns bei Kriegsbeginn gesagt worden, dass die Sicherheit des eichenen Bootes das Ausschlaggebende sei und das Boot durch Sicherheitsmaßnahmen, durch Rettungsmaßnahmen nicht gefährdet werden dürfe. Ob diese Befehle bei Kriegsbeginn auch schon schriftlich bestanden, ist mir nicht mehr erinnerlich. When you got this order of the 17th of September 1942, did you take...